Licht als Werkzeug, das ist einfach ein Medium, das mich fasziniert, dass man mit Licht nicht nur sehen kann, sondern wirklich Dinge machen kann. Beispielsweise bei der Elektrolyse, wie kann ich so einen Prozess effizienter machen? Im Endeffekt tragen wir dann, wenn uns das gelingt, dazu bei, dass man effizienter Wasserstoff herstellen kann. Und dann leisten wir dadurch mittelbar auch einen Beitrag zu etwas, was uns ganz akut als Gesellschaft stark beschäftigt, nämlich den Klimawandel. Die Laser entwickeln sich immer weiter und werden immer leistungsstärker. Wir haben aktuell schon Prozesse, die eigentlich für den Kunden sehr interessant sind, die aber noch zu langsam sind. Es ist immer einfach, eine komplexe Lösung für ein komplexes Problem zu finden. Aber die Kunst liegt darin, eine einfache Lösung zu finden, die einfach umsetzbar ist und die am Ende auch wirtschaftlich ist. Ja, oft sind es Kundenanfragen, die reinkommen, und aus diesen Kundenanfragen entwickeln wir einen Laserprozess und eine passende Optik dazu und wollen letztendlich, dass sowohl Optik als auch Laser vom Kunden industrielle Anwendung finden. My center of the research is to enable our current laser system with a higher beam profile quality. In the future, we would like to combine our adapter optics with the artificial intelligence. We hope that this will help us to reduce the cost of the device. Der Laser ist die Lösung auf der Suche nach einem Problem. Und ich glaube, die ganze Magie besteckt darin, dass wir einen holistischen Blick haben und interdisziplinär aufgestellt sind. Aber offen gesagt, wenn man fragt, was einen antreibt, ja, also warum kommt man gerne morgens ins Büro, dann sind es am Ende die Menschen, mit denen man da zusammenarbeitet. Das begeistert mich jeden Tag aufs Neue, das miterleben zu dürfen, wie solche Experten so eng miteinander aus den verschiedenen Bereichen interagieren und dann auf Lösungen kommen, wo jeder Einzelne vermutlich gescheitert wäre.